Trotz der andauernden Sticheleien von Oliver Pocher, stehen ihm die Türen bei Bion Catilato offen, wie dieser nun verriet. Bion Catilato kann sich Aussprache mit Oliver Pocher vorstellen. In seinem aktuellen Podcast kann sich Oliver Pocher, 46, einen Seitenhieb gegenüber Bion Catilato, 39, zu dessen Let's Dance aus nicht verkneifen. Er gibt aber zu, dass er sich um 1-2 Wochen vertan hat und nicht damit gerechnet hätte, dass Bion bis in Show Nummer 7 kommt. Zugleich stellt er ganz trocken fest, dass das Kapitel Bion jetzt auch auserzählt sei. Oliver Pocher ist sich sicher, dass man ab sofort nichts mehr von dem Motivations Coach in der Öffentlichkeit hören werde. Klingt so, als ob Olli Pocher immer noch schlecht auf ihn zu sprechen sei. Doch ginge es nach Bion Catilato, könnte der Zwist endlich beigelegt werden. Im Interview mit web.de verriet Bion Catilato auf die Frage, ob er den noch Ehemann von Amira Pocher, 31, bei sich hereinlassen und für ein Gespräch zur Verfügung stehen würde, antwortete er mit jederzeit. Bion Catilato kann sich weitere TV-Formate vorstellen. Grundsätzlich steht meine Tür für alle Menschen offen, die eine gute Zeit haben wollen. Und dann schauen wir einfach mal, wer an meinem Geburtstag durch die Tür marschieren wird, erklärt Bion Catilato. Er feiert am 28. April seinen 40. Geburtstag. Ob Oliver Pocher ihn da besuchen wird, ist mehr als fraglich. Im Gegensatz zu dem Comedian sieht Bion Catilato einen Teil seiner Zukunft übrigens sehr wohl in der Öffentlichkeit. Über seine künftigen Pläne und mögliche Fernsehprojekte sagt er, Reality TV finde ich grundsätzlich durchaus spannend. Mir fällt im Moment allerdings kein Format ein, das mich besonders reizen würde. Über seine Zeit bei Let's Dance zieht er folgendes Resümee. Man hat es körperlich schon gemerkt, Let's Dance ist eine echte Herausforderung. Seine Tanzpartnerin, Martha Arndt, 34, war auf der einen Seite sehr ehrgeizig, auf der anderen Seite aber auch sehr humorvoll. Trotz der Anstrengungen und harten Kritik der Jury, kann er auch das gelassen sehen, kann jedem nur raten, Kritik nicht persönlich zu nehmen, auch nicht von Herrn Jambi.